Ja. Scheiß auf Werbung in eigener Sache. Leute, like mal alle Agnes Facebook-Page, sonst fühlt er sich so allein gelassen. Du bringst abgefuckte Alliterationen und die Kiddies fallen drauf rein, denken, Alter, kann der flown. Radikal, deine Ketten voller Zweckreime. Ey, du sollst mich battlen, doch vernuschelt jede Textzeile. Und du frisst sicher viel, aber mich im Rap. Ich bleib undefeated wie Weekend und fick dich jetzt weg. Ey, du pickst drei Beats geil, drei verschiedene Styles. Digga, Akne-Rap drauf. Na, dann klingt alles gleich. Du willst Vielseitigkeit zeigen, aber ich zeig deiner Freundin das ganze Kamasutra. Vielseitigkeitsreiten. Guck, Steezy im Battle ist wie mit Vogelgrippe, voll auf Koks und Crystal rumzusitzen in der Sofaritze, sich dabei noch in die Oberlippe schore und sämtliche Drogen spritzen, während man Agnes Runde hört. Abgefuckter geht's nicht, ey Motherfucker, alles was du redest ist sicher interessant, doch ich versteh's nicht. Ich dusch mit Margarine, was rappst du da gerade? Ey, für dich ist Margarine eine Sättigungsbeilage. Ich muss dir lassen, ey, du hast einen super Beatgeschmack und es wär sogar dope, wenn du den Rap noch an den Beat anpasst. Ey, ich wollt nicht so gemein sein, doch rappst du mit Magen-Darm im Straßengraben oder soll das Style sein, ha? You had to be on mad coke and ecstasy. Think for a second, you can stand next to me. Look, don't touch the mic if you unable to spit. You a slave to a page in my rhyme book. Akne, der Dicke, gegenüber die Brücke. Da macht die Brücke rums und Akne macht Lungs. Ey, oh, Mann! Doch Möwen füttern damit jetzt. Seid ihr bekloppt? Das ist gute Nahrung. Ja, auch für Möwen. Auch Nahrung für Möwen. Gute Nahrung. Gut, gute Nahrung. Du willst mit Taktik gegen Style hier punkten, doch selbst ein Beatwechsel im Beatwechsel macht die Runde kein Stück interessanter, Junge. Du hast dich damit noch nicht abgefunden. Als ich dich das erste Mal gesehen hab, hab ich desinteressiert abgewunken. Ich bin nicht kredibil, neidisch bist du doch. Ich sag nur Motherfucker und krieg schon von allen Seiten Props, Sir. Ey, was hast du dir erhofft, wenn du hier zwei, drei Parts raps, doch keine Zeile bleibt im Kopf hängen? Asthmatics dissen soll heute kein Thema sein, aber mit deinen Titten passt du in ihr Beuteschema rein. Was sollen diese verkrampften Punches wieder? Du hast versagt wie Tim Wiese als Bundesliga-Stammplatz-Keeper. Huh. Agne, was ist ein Fadenschuss? Ich konnte mit zarte Lust. Sag mal, Agne, warum rappst du? Schon wieder gleich. Du denkst, du hättest durch verschiedene Beats auch viele Styles. Tut mir leid, dein Rap ist scheiße, egal wie nett du bist. Aber Props für die Verkleidung, man sieht kaum, dass das ein Fettsuit ist. Yeah! Ich hab dich gemocht, daran wird sich auch nichts ändern. Nimm dich wieder mit zum Splash und besuch dich auf dem Zeltplatz. Und dann machen wir's wie damals mit der Alten. Ey, ich nehm die Olle ran, du darfst die Kamera halten. Du hast mich gefeiert und nur für so ein paar Penner tust du Blender jetzt im Internet, als wenn sich das geändert hätte. Und tust nur so, dass mich das kleine bisschen Fame verändert hätte. Es kommt wie Crack aus meinem Mund, ich scher mich einen Dreck um dich. Genau wie deine Crew, ey, die haben dich im Stich gelassen. Alle haben ihr Ding gemacht, nur du hast auch allein zu Hause gesessen, ohne irgendwas. Und jetzt merkst du langsam verbittert, dass du mit schon bald fast 30 nichts gerissen hast. Du träumst von Erfolg, Traumtänzer, mach doch noch zwei und nenn sie dann direkt Staubfänger, Part 2 und 3. Und ausgerechnet ich nehm dir jetzt das letzte Stück Strohhalm weg, an dem du dich noch festklammerst. Wer meint, ich würd nur für Likes rappen? Shit, das ist der gleiche, der im Intro noch wie ne Pussy um Likes battelt. Du machst auf Psycho, doch es bleibt beim Versuch, denn sogar dieser Dino von Crow ist mehr Psycho als du, ha? Das ist nur Rap, ich zerstör dich hier nur lyrisch und am Ende wird dann deine fucking Fettleber dein Endgegner. Sogar deine Fans sehen, du wurdest grad gefickt, Agne One, ha? Ich hab es wissen, wo dein Arschloch ist. Ich werde den Feature-Part auf Staubfänger Part 2 zurückziehen.
gekommen.